Herzlich willkommen auf der Fruchtoase. Auf diesem Video schneiden wir ein paar kleine Bäume weg, damit mehr Licht auf die Weide kommt. Dazu brauchen wir die Machete und die Axt. Zuerst schüttelt man hier am Baum ein bisschen, guckt, ob da nicht irgendwelche losen Äste sind, die einem auf den Kopf fallen können. Und dann werden die ersten Schläge gemacht. Ich schlage immer zwei, dreimal links, dann wieder zwei, dreimal rechts. Schön auch vom Körper immer schön in Balance und dann batsch. Weg. Ja, derzeit hier in Paraguay Ende Oktober, entspannte 18 Grad, der letzte kühle Winter noch mal rüber kam, aber gleich wird es dem Kerlchen warm. Hier habe ich schon mal jetzt unten angehauen und manchmal kriegt man so weg, aber jetzt hier hat es leider nicht geklappt, wenn man sich so richtig reinlehnt, aber hat jetzt hier leider nicht funktioniert. Ne? Den Baum, den wir zuerst umgeschlagen haben, ist ein Kurupa-Ü. Das ist den, den ich hier gerade in der Hand habe. Dann mache ich jetzt die Lianen ab, lege mir den weg. Den kann man gut verwenden für irgendwelche Bauarbeiten im Garten. Gutes Holz, es hält lang, hält auch lang im Boden, wenn es feucht wird. Wird weggespeichert. Das ist genau das Zeug hier, was man gut weghauen kann. Das ist so buschartiges, baumartiges Zeug. Das sind aber keine richtigen Bäume und das blockt halt viel Licht. Und komm, haus weg jetzt hier. Toll, schön. Hier die ganzen Äste ziehe ich mir raus und werfe die auf einen Haufen. Dort können viele Kriechtiere und Krabbeltiere leben, Kaninchen und gibt einen super guten Boden. Hier im Hintergrund von mir sieht man auch so einen Haufen. Man kann es aber auch alternativ, wie ich es jetzt hier gerade mache, mit der Machete einfach klein hauen und dann zersetzt sich das auch am Boden dann wesentlich schneller von den ganzen kleinen Tieren, die das dann ja, aufessen. Hier kommt die Hündin mal vorbei, jawohl. Schaut, ob alles okay ist. Stöckchen. Hier auch wieder mittelgroße Kurupa-Ü, die werden auch alle weggespeichert. Und bevor ich das mache, mache ich Folgendes. Zuerst schlage ich mir ganz gerne mit der Machete alles frei, dass halt der Platz ordentlich ist, Luft dran kommt. Wenn das vorbereitet ist, lege ich mir die Äste ein bisschen erhöht hin. Und dann habe ich das, wenn ich die brauche, kann ich mir die sauber wegnehmen. Alles klar, das war's schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen.